Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cast bei Robertusson. Heute mal wieder nur mit mir allein. Und ich habe mir heute mal das wunderbare Thema Schuldenkrise und Griechenland rausgesucht. Das ist letzte Woche mal wieder auf den Tisch gekommen, als da für mich relativ unerwartet, ich hatte da jetzt auch in letzter Zeit nicht ganz so viele Nachrichten gehört, über die Griechenland-Rettung, dass da jetzt eine Konferenz wieder stattfinden sollte, der EU-Finanzminister, und dann über neue Hilfsmaßnahmen diskutiert werden sollte. Und man ist dann zum Ergebnis gekommen, dass 8,5 Milliarden Euro Griechenland wieder einem über die Runden helfen sollen. Und dazu habe ich mir mal ein wunderschönes Zitat rausgesucht, des ehemaligen EZB-Chefs Jean-Claude Trichet. Die Vorstellung, dass wir in Europa ein Liquiditätsproblem haben, ist komplett falsch. Ja, das hat er 2011 gesagt, im August. Und ja, wir sehen, dass wir natürlich überhaupt kein Liquiditätsproblem in Europa haben. Wir haben immer noch Länder, die wunderschön liquide sind und da 8,5 Milliarden Euro gegen Griechenland pumpen können. Mit diesem wunderschönen positiven Endeffekt, dass Griechenland noch ein paar Maßnahmen beschließen soll, und wenn die Maßnahmen beschlossen sind, wir erhöhen noch einmal die Steuern, wir senken noch einmal die Renten und so weiter und so weiter. Dieser endlose Kreislauf, ihr müsst weiter sparen, und dann geht das schon weiter. Das ist meiner Meinung nach kompletter Irrsinn, da ja immer noch die Utopie zumindest vermittelt werden soll nach außen. Das zahlt irgendwann alles Griechenland wieder zurück. Ich habe mir dann nachdem ich so ein paar Artikel dazu gelesen habe, Links sind natürlich wieder unten in der Beschreibung, habe ich mir ein paar Statistiken rausgesucht. Und da bin ich natürlich erst einmal auf das Bruttoinlandsprodukt gekommen, BIP. Und wenn wir dann mal Griechenland uns heraussuchen mit den Werten von 2003, 2004, 2012, 13, 14, da sieht man, dass Griechenland 2014 auf denselben Wert wie 2003 lag, mit 179 Milliarden Euro in diesem Jahr. Zwischendrin ist noch so ein bisschen ein Peak. 2012, als ja schon die Griechenland-Rettung und so weiter schon vorhanden war, und da die Rettungsschirme und Pakete, was auch immer, geschnürt und aufgespannt wurden. Dann hatten wir aber immerhin ein Bruttoinlandsprodukt von 194 Milliarden Euro. Das heißt, innerhalb von nur 2 Jahren ist das BIP um 20 Milliarden nach unten gesackt. Ich hatte irgendwo noch aktuelle Zahlen gesehen, genau hier, da haben wir in Griechenland immer noch die 175 Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt. Ich weiß nicht, es wurde davon gesprochen, ja, Griechenland hat eine positive Entwicklung und sie machen sich doch und so weiter und so fort. Ich sehe da keinerlei Veränderung zwischen 2014 und 2017 oder 16, von wann die Zahlen sind, das sind 2-3 Jahre. Da hätte man durchaus zumindest mal den Peak von den 20 Milliarden Euro, dass man zumindest wieder auf dem Niveau von 2012 ist. Das ist weder eine positive Entwicklung noch eine negative Entwicklung, aber Stagnation ist, wenn man sagt, ja, wir müssen jetzt irgendwas machen, um unsere Schulden zurückzuzahlen. Das ist eigentlich dann der falsche Weg, meiner Meinung nach. Das ist irgendwie die Entwicklung mit überhaupt keiner Entwicklung. Ich weiß nicht. Das passt irgendwie zu dem Thema, zu den Informationen, die an die Öffentlichkeit gegeben werden, mit wir haben in Griechenland verlässliche Partner und die zahlen ihre Schulden zurück und die Wirtschaft boomt. Wo? Also wenn die Wirtschaft oder andere Bereiche wieder einen Aufschwung haben sollten, sprich die Wirtschaft Geld verdient, was ja der Sinn von Wirtschaften ist,
Das sollte man zumindest im Bruttoinlandsprodukt so ein paar Sachen sehen und jetzt nicht nur mit irgendwelche ausländischen Investoren tun jetzt hier unsere Felder aufkaufen, weil das kommt ja beispielsweise auch in diesen Statistiken und ins Bruttoinlandsprodukt hinein, sondern da muss doch auch mal wieder eine nachhaltige Investition kommen. Wirtschaftsförderung läuft ja normalerweise so ab, dass in Zeiten, wo es dem Land schlecht geht, das Land Schulden aufnimmt, um durch öffentliche Investitionen, durch Erschließung neuer Wirtschafts- und Industriegebiete, Ausbau der Infrastruktur etc. etc. Arbeitsplätze, Investitionen getätigt werden, die die Wirtschaft mobilisieren. Durch Infrastrukturmaßnahmen hat man dann auch noch eine etwas längerfristige Förderung, dadurch, dass vielleicht ein schnelleres Internet vorhanden ist, was weiß ich, die Elektrizität dauerhaft besser ausgebaut ist und so weiter und so fort. Und dadurch dann natürlich auch im Nachhinein aus diesen Investitionen die Wirtschaft wieder angekurbelt wird, man über Handel, Einstellung und so weiter Steuern einnimmt und diese Steuern nutzt man dann, wenn diese dann sprudeln, um diese dann in schlechteren Zeiten, wenn es mal wieder eng wird, das als Rücklage zu haben, beziehungsweise die zuvor aufgenommenen Kredite zurückzuzahlen. Dieses Konzept scheint irgendwie in Griechenland überhaupt nicht geplant zu sein. Seit Jahren wird eigentlich Griechenland ausgeblutet. Die Renten sind seit Eurokrise in Griechenland um 20 bis 30% gesunken. Der durchschnittliche Rentner hat jetzt 700 € weniger im Monat auf der hohen Kante. Wenn man bedenkt, dass ein Viertel ist, ist es immer noch sehr, 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 sehr viel. Aber also man bekommt monatlich, jährlich, ich bin mir gerade nicht sicher, also die 700 € weniger, bin ich mir sicher, ob das jetzt jährlich ist oder monatlich, im Monat, okay. Oh, Entschuldigung, ich revidiere, es ist um ein Viertel gesunken, das ist richtig, aber die haben weniger als 700 € im Monat und das ist echt. Da habe ich ein bisschen einen Denkfehler drin gehabt. Entschuldigung dafür. Also das ist echt wenig. Und das ist eigentlich, das ist wirklich Ausblutung. Das hat jetzt auch nichts mehr mit. Die konnten bisher nicht mit ihrem Geld umgehen, deswegen müssen wir ihnen das jetzt noch weiter streichen. Zumal ja Steuern, Mehrwertsteuer und so weiter deutlich gestiegen sind. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach nicht mehr akzeptabel. Für Griechenland muss es irgendwie so etwas wie einen Masterplan geben. Nicht nur wir retten eure Banken, wir halten euch finanziell am Leben, sondern für dieses Land muss es aus der Europäischen Union, die ja eigentlich dazu gegründet wurde, wirtschaftlich schwache Länder wieder auf Kurs zu bringen und sie in das goldene Industriezeitalter bei Gründung zumindest voranzutreiben. Dies sollte man umso vehementer und strikter vorantreiben, wenn man mit diesen Ländern einen gemeinsamen Wirtschaftsraum hat. Wir haben ja einen Freihandelsraum innerhalb der Europäischen Union und auch noch die gleiche Währung hat, weil wenn es dem einen Land schlecht geht und die wenig Wirtschaftsleistung haben, wenig für die Stabilität der Währung beitragen können, dann muss eigentlich alles unternommen werden, dass es diesem Land besser geht, dass die Wirtschaftsleistung des Landes nicht, die Wirtschaftsleistung der guten und schlechten Länder nicht weiter auseinanderklafft und dass dieses Land einen entscheidenden Beitrag dazu hat oder dazu beiträgt, die stabile Währung, die ja jedes Land haben möchte, zu generieren. Ich glaube nicht, dass der Euro jetzt die letzten Wochen gefallen ist. Der ist eigentlich immer ganz
passabel immer so ungefähr auf diesem Niveau geblieben. Aber es kann durchaus sein, dass es jetzt, wenn Griechenland, das ist ja jetzt diese 8, irgendwas Milliarden Euro, sind ja eher bloß ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Aber oder ist eigentlich eine Vertagung für nächstes Jahr, weil dieses Jahr schon erste Kredite auslaufen. Nächstes Jahr kommt eigentlich noch viel größeres Paket und da wird Griechenland auch nicht irgendwie etwas nachzahlen können. Also da sehe ich ehrlich gesagt echt keinerlei Möglichkeit, die Wirtschaft in Griechenland nur durch, wir tun eure Kredite für den Moment etwas weiter verlängern, tilgen. Wir greifen euch ein bisschen unter die Arme. Das ist nicht mehr sinnvoll. Das Land ist mittlerweile ausverkauft. Sie haben kaum noch Staatsbetriebe oder sowas, die gewinnbringend verkauft werden können, eher wahrscheinlich für symbolische Preise noch verschleudert werden. Die Bevölkerung leidet unter hohen Steuern. Der Staat kürzt immer weiter irgendwelche Ausgaben. Wie in vielen anderen europäischen Ländern gibt es auch in Griechenland eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, was dann natürlich auch längerfristig dann zu diesem Problem führt, dass es da irgendwo auch weder einen qualifizierten Nachwuchs gibt, der dann irgendwann das Land wieder aufbauen kann, beziehungsweise es sich einfach auch ja, junge Menschen, die das Zeug haben, vielleicht auch ein Studium aufzunehmen, um dann als Ingenieur, IT-Fachmann und so weiter Fuß zu fassen, die haben auch nicht die Möglichkeit beziehungsweise den finanziellen Background, dann ein Studium, eine Ausbildung, was auch immer aufzunehmen, wo man vielleicht jetzt nicht so die Unmengen an Geld verdient, weil beispielsweise vielleicht auch die Eltern arbeitslos sind. Also es ist halt momentan echt ein Teufelskreis, dass Griechenland ja, dass so, doch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird und sie keinerlei Möglichkeit haben, aus diesem Hamsterrad herauszukommen. Brüssel, die EU fordert immer wieder neue Sparmaßnahmen, Steuererhöhungen etc. Und das ist eigentlich das, was das Land momentan ausbremst. Kein Unternehmen geht freiwillig in ein Land, wo hohe Steuern gezahlt werden, das vielleicht auch noch finanziell instabil ist, weil halt da der Staatshaushalt nicht annähernd ausgeglichen ist oder so. Theoretisch müsste da die Europäische Union meiner Meinung nach großzügig sein und sagen, eure Schulden sind eigentlich all unsere Schulden, wo dann gesagt wird, dass Griechenland beispielsweise ihre Schulden gestundet bekommen über, was weiß ich, 20, 30 Jahre. Die Finanzausfälle trägt die EU oder sowas, die Banken, die jetzt noch Griechenland Geld geliehen haben, sagen, ja, wir wollen wenigstens einen Teil unseres Geldes haben vielleicht die Zinsen für die Jahre oder so. Und dann wird Griechenland in der Zwischenzeit aufgebaut mit kontrollierten und nachhaltigen Investitionen, wie beispielsweise in die Infrastruktur, in die Bildung, dass da junge, qualifizierte Fachkräfte nachkommen, die vielleicht mehr können als bloß Fischerei und Oliven pflücken oder so, sondern dass halt Griechenland durchaus auch wirtschaftlich auf dem Niveau der EU ist und nicht nur ein wunderschön verträumtes Urlaubsland ist mit tollen Ruinen und lecker Essen. Nein, da muss ja in Richtung IT gegangen werden, Biochemie oder all diese innovativen, auch sehr, sehr profitablen Geschäftsfelder, Branchen müssen dort vorangetrieben werden,
Es muss einfach Griechenland nachhaltig renoviert werden. Da kann es vielleicht auch sein, dass die griechische Regierung da ihre Souveränität vielleicht für eine gewisse Zeit auch an die Europäische Union abgibt, mit dem Hintergrund, dass sie dadurch, dass da einfach sauber von oben nach unten Vorgaben gemacht werden können. Das würde halt einfach, das würde meiner Meinung nach einfach wahnsinnig viel bringen, wenn nicht wieder irgendwelche Politiker versuchen müssten, ihre Wahl, ihre nächste Wahl zu sichern, ihre Wähler hinter sich zu behalten, sondern dass da vielleicht ein EU-Gesandter die Souveränität für, was weiß ich, 5 Jahre oder so von Griechenland übernimmt. In der Zeit werden die Renten eingefroren, das Arbeitslosengeld, was auch immer kommt von der Europäischen Union und das Geld, was Griechenland in den Jahren einnimmt, lediglich wieder in Griechenland investiert wird, dem Bürokratie, Staat und den ganzen Staatshaushalt und so weiter übernimmt die Länder der Europäischen Union, die Euro-Länder, also die Länder, die in der Währung Euro dabei sind, und das Geld, was aus Griechenland oder in Griechenland erwirtschaftet wird, direkt wieder in die Wirtschaftsförderung hineinfließt. So eine Art Marshallplan, wo gezielt vielleicht auch deutsche, französische Unternehmen, die auch in Griechenland produzieren könnten, vielleicht da auch gefördert Arbeitsplätze schaffen. Natürlich sollten das schon Leuchtturmunternehmen sein, die da genug kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen mitziehen oder aufbauen können, um dann vor Ort dann vielleicht in Branchen, Schlüsseltechnologien da auch den Fortschritt bringen, dass Griechenland nachhaltig wieder aufgebaut wird. Das kann man vielleicht mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg vergleichen, als eigentlich komplett Europa, auch Deutschland komplett in der Asche, also zerbombt, zertrümmert, kaputt war und dann nach und nach alles wieder aufgebaut werden musste. Nur, dass diesmal nur ein relativ kleines Land ist, ohne dass da, wie beispielsweise fürs Wirtschaftswunder, dann halt so Technologien, Kompetenzen oder so etwas schon vorhanden sind, die eigentlich nur noch wieder aufgerichtet werden müssten. In Griechenland muss halt nachhaltig vielleicht auch mit einer etwas waghalsigen Vision zurande gegangen werden, dass aus Griechenland wirklich mehr als nur ein Urlaubsland mit Wein- und Olivenanbau und etwas Fischerei ist, sondern dass da in Griechenland endlich die Industrialisierung mit Industriegütern und nicht nur mit veredelten Landwirtschaftsgütern stattfindet. Diese Art von Wirtschaftsförderung beziehungsweise diese Art von Plan würde meiner Meinung nach die griechische Wirtschaft so sehr stärken, dass man problemlos dann hinterher vielleicht davon träumen könnte oder damit rechnen könnte, dass Griechenland dann irgendwann wieder so mächtig und stabil geworden ist, finanziell, dass sie nachhaltig auch ihre Schulden zurückzahlen können. Und ich denke, durch ein solches Programm würde innerhalb der Europäischen Union, des Euro-Währungsraums, ein so großer Push hindurchrücken, dass Griechenland auch wieder ernsthaft, also die Europäische Union wieder ernsthaft aus diesem, ja, wir sind alle hoch verschuldet und so etwas hinauskommen können,
weil so, wenn ein Land sich von ich liege am Boden aufrappelt, da werden so viele Synergien und Handelsbeziehungen mit anderen Ländern wieder aufgebaut, die es vielleicht zuvor auch gar nicht gab, dass durch diesen Handel und die Bewegung im Markt auf einmal wieder so eine Sogwirkung entsteht. Dadurch könnte man beispielsweise auch Italien, Spanien und Portugal, die südlichen Länder der EU, die auch ins Straucheln geraten sind, gleich mitziehen. Vielleicht auch nur durch die Maßnahmen in Griechenland. In Portugal und Spanien ist das Bruttoinlandsprodukt die letzten Jahre wieder leicht gestiegen, wodurch man eigentlich schon fast davon sprechen kann, dass da durchaus auch eine Erleichterung wieder eingetreten ist, dass Portugal, Griechenland, Italien teilweise allmählich wieder auf dem Weg der Besserung sind. Ihre Banken sind mittlerweile alle gerettet. Da musste ja letztes Jahr in Italien auch nochmal Not gelöscht werden. Aber es gibt durchaus wieder innovative Start-up-Unternehmen, ausländische Unternehmen, die sich in Spanien, Portugal und Italien wieder niederlassen, wodurch einfach da auch wieder positive Impulse entstehen. Beispielsweise ist Portugal momentan mit eines der Programmierländer in Europa. Da sitzen wahnsinnig viele Programmierer, die für Unternehmen aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland programmieren, Webdesigns und ähnliches erstellen, wodurch halt einfach auch dadurch, dass es diesen drei großen Ländern und Schwergewichten in der europäischen Wirtschaft noch gut geht oder immer noch gut geht, können diese natürlich durch solche Aufträge die kleineren Länder wieder voranbringen, da natürlich da momentan auch Lohnkosten und so etwas, Steuern stellenweise doch etwas niedriger sind. Solche Effekte könnte man auch nach Griechenland bringen, aber dies wird momentan durch strikte Sparmaßnahmen und keinerlei Aussicht auf irgendwelche Besserung wird dies alles gehemmt und bringt eigentlich überhaupt nichts. Wir haben seit Jahren in Europa eine Niedrigzinspolitik. Die Niedrigzinspolitik war ursprünglich eingeführt worden, um Ländern wie Griechenland, Spanien, Italien, Portugal auf die Beine zu helfen. Portugal, Spanien, Italien haben sich mittlerweile gefangen. Sie können mittlerweile auch umschulden, wodurch sie ihre sehr, sehr hoch verzinsten Kredite allmählich wieder durch Kredite mit weniger Zinssätzen aufbauen können. Für Griechenland gilt dies nicht, weil egal welcher Finanzjongleur da gerade angefragt wird, die Ratingagenturen haben immer noch schlechte Noten für Griechenland, weil es halt einfach immer noch eine Wundertüte ist und Griechenland einfach auf die Geldgeber aus Brüssel, aus Europa angewiesen sind und die Schulden, die sie momentan selber aufnehmen, realistisch nie zurückzahlen können. Da muss einfach endlich mal ein Ruck durch Europa gehen. Und mit einer solchen Idee könnte ich mir vorstellen, würde wahrscheinlich auch durchaus eine Bundestagswahl zu gewinnen sein. Weil dadurch hat man endlich mal ein europäisches Programm, ein europäisches Ziel, was jeden angeht. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, der Rückgang zur D-Mark oder was auch immer wird nicht funktionieren. Und wenn Griechenland fällt, dann wird der Euro fallen. Und wenn der Euro fällt, da weiß keiner, was passiert. Deswegen, klar, muss man Griechenland retten, aber nur mit, wir geben euch Geld und dann macht mal was draus. Aber spart auch gleichzeitig. Das wird nichts. Und ja, ich denke, ich habe jetzt genug die Europäische Union, Griechenland und ihre Fiskalpolitik gebasht. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Ihr könnt gerne wieder in den Kommentaren kommentieren, eure Gedanken zu äußern, Daumen hoch geben gerne.
abonnieren natürlich auch und uns auf Patreon unterstützen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.